Also, wir haben das Gefühl, wir haben den Swiss Music Award verdient, weil wir ein super Jahr hinter uns haben. Irgendwie mit unserem Mund hat dann können Leute begeistern und vor allem ein extrem cooles Live-Konzert gehabt und dort schlussendlich auch die Leute zum Tanzen gebracht haben. Also, der Künstler der Schweiz, der sicher auch einen Award verdient hat, wäre für mich Bianca Story, weil die in diesem Jahr unglaublich viel gemacht haben und von mir aus gesehen unglaublich gute Songs schreiben, die irgendwie nur warten, bis sie so die ganze Welt entdeckt. Irgendwie. Und auch sonst völlig kreativ sind. Also nicht nur Ja. Musik, auch immer wieder clevere Ideen haben und gute Sachen Sind fast zu machen. gross für die Schweiz, wegen dem wäre so nur ein Award. Darum sind sie auch auf Deutschland jetzt. Ja. Also meine allererste Kassette, die ich gekauft habe, das war mit 9, das war Blow Up Your Video von AC/DC. Wirklich? So Hey, cool! dort habe ich bald, von dem Album hatte ich schon Ole, CD ich habe gehabt. Matthias Reim gehabt, so ist das. Also das Peinlichste, was mir passiert, oder wo, ja. Also gut, in uns, aber eigentlich ist es mir passiert, ist, ich begrüße am Anfang von unserem Konzert immer mit einem speziellen Song die Leute. Und ich meine, die Schweiz ist klein und wir sind nicht so viel auf Tour und so, aber es ist wirklich passiert, dass ich Kofmel sagen. Wir sind hier im Kofmel und ich habe gesagt, wir sind hier im Zug. Wir sind in der Kollerhalle Zug und das ist so das erste, und ich überhaupt, es war ausverkauftes Kofmel, Vorgruppe von Baschi, und wir haben die gespielt und die Leute haben wirklich, haben mich angeschaut und gedacht, was meint der echt? Und dann habe ich es einfach nur einmal gespielt und dann habe ich aber Kollerhalle gesagt und dann die Leute sind völlig durchgedreht und haben gefunden, wie alles ein Joke war, was ich sich ein bisschen provozieren will. Aber es ist so vorgekommen wie einfach einer, der so auf Welttournee ist und nicht weiß genau, an welchem Ort das er jetzt ist. Und ja. Das ist ein böses dritte Konzert. Völlig peinlich. Aber ja, es ist so, vor allem, sie wartet hinter der Bühne, währenddem, was ich das singe, und haben einfach gefunden, ey, was macht er da vorne? Aber ja, das war recht peinlich gewesen. Der nervigste Song 2012 ja, ist schon der Flowrider mit Whistle Baby. genau, das ist einfach irgendwie, der ist so fies wie im Kopf drin. Jetzt haben wir schon wieder ja, es ist wirklich Whistle Baby und dann hast du das einfach, da kommt das Gepfeife. Und der Text ist auch unglaublich kreativ von dem her gesehen, ja. Ja, also wenn unsere Eltern unsere Musik hören, beziehungsweise wenn sie am Konzert sind, dann tanzen sie wie alle anderen Leute, die dort sind. Und wenn wir am Radio kommen, dann schreiben sie SMS. Hey, du bist mal wieder am Radio gekommen. Wenn wir den Swiss Music Award gewinnen, dann würden wir zuerst mal das Hosenschiff und dann, glaube ich, das beste zweite Album machen, das wir je gemacht haben. Ja. Nein, es ist einfach eine riesige Bestätigung für unseren Weg und würde uns extrem. Ja, Freude ist eigentlich fast schon ein zu kleines Wort. Ja.